Sie ist eine der Künstlerinnen, mit der wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Wir hatten dieses Jahr auch die dritte Soloausstellung in der Galerie. Und sie ist heute live. Sie schaltet heute live aus Dambtschach in Kärnten zu. Und das ging sehr schnell. Wahnsinn! Hey, Hallo Alina, wie geht's dir? habe gedacht, im Hintergrund die Blüten von einer Birne damit. Herrlich. Es blüht alles. Yes. Es ist bei euch auch so warm. Es ist unglaublich heiß bei uns. Ja, es ist angenehm jetzt, nicht so viel Sonne. Zeig mal, wo du bist. Also du arbeitest zwischen Dambtschach, das ist außerhalb von Velden, in Kärnten und Wien. Ja, das ist so eine größere Anlage und da wohnen relativ viele Menschen, also viele so eine kleine Kommune eigentlich. Und bei Rasenmähen muss man schon machen eigentlich. Ja, und genau, das ist so ein barockes Schloss. Wo ihr auch Und immer ein wieder Ausstellungen. Entschuldigung. Landschaftspark. Genau, wo man dann im Sommer früher sehr intensiv, jetzt ein bisschen weniger, so Kulturveranstaltungen gemacht haben. Mittlerweile ist es nur auf Ausstellungen, hat sich reduziert und also es waren schon so übliche Verdächtige wie Franz West und Gelatinda und ja, viele Georges andere, Arrat. Jean War auch, die Girard. Ausstellung war toll. Genau, und ja, und heute ist eine Ausstellung von einem Bildhauer des Wells Tempest aus London. Genau, und da gehen wir jetzt hin, da wo das Loch ist. Da habe ich jetzt seit 3 Wochen geräumt, mir ein Atelier, damit Dann ich das Bild malen kann, das große fertig. Der Agape. die wir ja auch in der Galerie schon gezeigt haben. Genau. Vor, wann Was? war das? Vor 2 Jahren? 2017. Ja. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Genau. So, die Aber es Akazien. ist so eine ganz schöne Künstlerkommune auch im Sommer immer bei euch, oder? Mit Theaterstücken, zumindest war das der Fall. Ja, Und also es ist als Theaterstücken, da gehen wir jetzt auf die Tenne. Also das war immer hier. Jetzt ist es ein bisschen, wird umgeräumt. Das sind so für 200 Leute Stühle und da nach hinten, Entschuldigung, das klumpert jetzt alles. Ja, das war sozusagen das Theaterhalle und jetzt gehen wir rauf. Und das ist jetzt eine neue Eroberung. ja, herrlich, wenn man so viel Platz hat auch, oder? Ja, viel Platz und viel Geräume. So. Genau, da ist ein riesiges Dachstuhl. Und da Sehr sehen wir schön. schon das Bild. Ist auch schön, das nochmal in dieser Umgebung zu sehen. So. Ja. Ja, es ist fantastisch Es mit hat was diesem dunklen. unglaublich Sakrales auch so. Genau. Ja, mit dem dunklen Hintergrund in der Galerie ist halt das total so White Cube, oder? Und da ist das so richtig im Kontrast, das ist schon sehr Also toll. man hat das Gefühl, dass die Figuren fast im Raum schweben, so was Aha, dreidimensional hat es. in Galerie hat man das Gefühl nicht gehabt, oder was? Doch, aber jetzt noch mehr. Ja, genau, am Dachboden höher. Aber Es vielleicht ist. magst du kurz was erzählen zur Agape. Naja, der gab, also ich habe so mit transzendenten Dingen ein bisschen mich beschäftigt, wo die Verschleierung natürlich oder Verstecken sozusagen das verstärkt hat. Und das war sicher der Abschluss, also nach dem drei blaue Tanzende, die Tanz der Sanftmut. Da wollte ich eigentlich sozusagen das Größte, sowas, was in Transzendenz sein kann, beziehungsweise überhaupt was ich glaube, was das Größte sein kann. Und dann bin ich natürlich auf Agape, die in griechischen beziehungsweise in viele Religionen als bedingungslose göttliche Liebe, die ja, also nicht selbst
nützerisch oder wie es heißt. Und ja, und da habe ich gedacht, das ist sozusagen, da geht es auch Matisse in dem Tanz auch darüber, um Frieden und die Liebe, ne? Diese fünf Frauen, die so herumkreisen, und diese Kreisbewegung ist sowieso sehr urige und Kommunikationsmittel, ne? Und dann habe ich diese Komposition von Matisse ein bisschen übernommen. Und auch so diese Idee von Derwischtanz, also sozusagen diese im Kreis, in Trance. Und wollte eben da so eine perlmuttartige Kreisbewegung machen, die, ja, die soll so ein bisschen überwältigen. Also nicht nur in Größe, das war bis jetzt mein größtes Bild, sondern auch in diese Nicht-Greifbarkeit oder auch ja, sehr starke Verbindung mit diesen fünf Kreisenden. Und ich habe eigentlich das auch ein bisschen geräumt, weil ich will die Wäsche, also jetzige Thema, die Wäschebilder, die Abschlussarbeit eben mit 5 Meter hoch und 2,60 breit, die angelenkt wird an Tizian Assunta. Das ist eben die Maria Himmelfahrt. Ja. Und es wird eben bis nach oben so gehen. Und deshalb Was habe meinst du, ich 5 Meter hoch? 94, ja. Und es geht sich aus in dem Ja, Dachstuhl? hier geht sich aus. Und da war ich fasziniert, wie diese Perspektive eben, also wie man eigentlich die Breite, das ist so ganz normal, oder 4 Meter. Und ich habe gedacht, na gut, das ist sicher hier 6 Meter. Und da war ich sehr überrascht, dass das nur 5 Okay. ist. Ja, Und das ist nämlich vielleicht wichtig zu sagen, dass die Arbeit 2,50 Meter mal 4 Meter ist. Das sieht man fast nicht, die genau, das kann ich jetzt Relation. zeigen. Warte mal. Wie geht das? Also damit man das, okay, damit man das sieht. Also wenn ich jetzt hingehe. Ah ja. So. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist spannend, und ich glaube, dass diese Assunta in Wäsche, das wird fantastisch, von lauter Engel mit Socken gemalt und so weiter. Also das wird Da bin ich und gespannt. Ja, vielleicht genau. gehen wir auch kurz zurück. Die Falte und die Stofflichkeit spielt eine große Rolle in deiner Arbeit. Eigentlich von Anfang an. Wie kam es dazu? Naja, das ist so entstanden, weil ich bin, als ich da nach Damschuch gekommen bin, da habe ich eigentlich nach neuem Medienstudium habe ich angefangen wieder zu malen, weil es ist einfach fantastisches Licht gewesen hier. Und der Markus Ossin-Rosenberg, der hat halt Wald gemalt, und habe gedacht, na gut, ich habe ein paar Landschaftsbilder gemalt. Aber dann habe ich gedacht, na, ich fange jetzt wieder mit Stoffen, weil wir sehr viel eben Stillleben mit Stoffen gemalt haben in Russland noch. Und ja, und das ist, ich habe es angefangen und nie mehr aufgehört. Also, und das waren so verschiedene Facetten von Stoffen. Und natürlich über irgendwelche Kirchenstoffe, wo dann so erotische Szenen versteckt waren, bis dann. Was war dann? Dann waren das schlafende Menschen, dann Dann waren auch Verschleierte natürlich und so weiter. Also, ja, und die Falte ist natürlich so ein ewiges Thema, oder? Also das ist einfach, Falte ist wie, das ist so in uns drinnen. Ich glaube, deswegen ist es so, das spricht so viele Leute auch an, weil die sind so aus lauter Falten gebaut, und ich glaube, das ist einfach, und als Medium, also ich nenne das ja wie mein Medium fast, weil na, das ist wie ein Baustein in jedem Bild, und ich finde es sehr ja, praktisch. die Hülle, das Außen, das Innen, was du auch immer ansprichst, Ja, das ist auch sehr praktisch, weil das kann man auch fast alles benennen, sozusagen, na, mit Aber Hülle deine Arbeit oder. ist auf jeden Fall schon auch geprägt von Weißrussland. Du hast doch eine lange Zeit oder bist aufgewachsen in Weißrussland, wurdest, wie du manchmal sagst, gedrillt,
Stillleben zu malen, Porträts zu malen. Du bist da sicher Na, das durch war schon diese freiwillig, hart. weil. Ja, aber du sagst selber, dass das dich schon auch sehr beeinflusst hat, oder? Ja, na, es war sicher, also der Basic war das, wo, von was ich jetzt lebe. Also ohne diese Schule, ich weiß nicht, hätte wahrscheinlich das gemacht, was halt sonst viele hier machen. Ne? Entschuldigung. Und na, es ist, also das war mal, was, das sage ich immer meine Kinder, was sie jetzt sozusagen bis 18 lernen, sie werden jetzt das nie mehr in dieser Intensivität bzw. in Geschwindigkeit lernen können. Absolut. Und Malen deine Kinder auch? ja, wobei natürlich ich muss immer wieder sagen, dass sie besser malen als ich und die glauben das nicht und das ist sehr schwierig, also das ist ein schwieriges. Also es ist tatsächlich so, die Salome, die Tochter, die hat wirklich Fantasie, die ich nie gehabt habe. Also ich habe das jetzt, also Fantasie, ich bin ein bisschen so wie, na, also wie heißt das in Faust? Jetzt wollte ich das. Das lerne ich seit 2 Stunden diesen Satz ihr naht euch wieder schwankende Gestalten. Also das ist bei mir so. Ne? Das ist also das Thema kommt irgendwie, dann sehe ich das und dann brauche ich 2 Jahre, bis ich das anfange Verarbeiter wirklich zu oder machen. Genau. Und das ist jetzt so langsam mit viel Malen gekommen. Meine Tochter, die ist jetzt 12 und ich meine, die hat das einfach, oder? Also gut, ich hoffe, die schaut jetzt nicht, oder nicht schon. ja. Aber ist doch schön. Ja, naja, und das versuche ich zu sagen, und ich kann das natürlich Ihnen nicht erklären, dass, wenn man 30 Jahre intensiv malt, dass das halt, ja, wenn sie das machen wird, dass sie genauso. Ich glaube, die Dinge weisen sich dann eh von selber meistens. Ja, nein, ich mache keinen Druck. Also, man wird sehen. Genau. Magst du uns, da ist eine spannende Arbeit, die hast du mir vorher gezeigt, Oder? von dem ehemaligen, Ah ja, also erstens also deine das, Skulptur. ja, Entschuldigung, zuerst meine Skulptur, gell? Genau, was auch super interessant ist, dass du eigentlich neue Medien studiert hast. Das heißt, du hast dich auch lang mit Film auseinandergesetzt, hast jetzt auch seit ein paar Jahren angefangen, skulptural zu arbeiten, so wie diese Hyperkugel, die wir jetzt hinten sehen. Genau, mittleren Sehnsucht habe ich das dann genannt, weil Hypokugel ist mir doch sehr mathematisch und dimensional. Ja, also ich glaube, dass, also Film mache ich jetzt weniger, außer ich würde gerne einen großen Film mit einer richtigen Produktionsfirma machen. Also, und die Videos, die mittlerweile mache ich nicht einmal selber schneiden und so, weil das Computerarbeiten mich so wahnsinnig anstrengt. Aber sonst. Ja, das Ich glaube ich. bin, also ich glaube, das ist es schon schön, die Themen, an die man arbeitet, von wirklich verschiedenen Techniken und verschiedenen Seiten anschauen und beziehungsweise wirklich verwirklichen, ne? Also wirklich machen. Deshalb ist das Skulptur für mich schon das, jetzt wird eine, also die Stoff. Stoffbilder, die Wäsche sozusagen, die wird jetzt auch in Bronze gegossen und auch in Aluminium und bemalt. Also praktisch jedes Thema versuche ich dann jetzt Ach, in. spannend, das wusste ich gar nicht. Ja, die Das war Cayetana wird jetzt. lustig. Und Also ein ja. kompletter Wäschehaufen, so wie du ihn gemalt hast, Genau, genau. In in Aluminium oder 35. Bronze. Ja, genau. Und Lustig. die Arbeit, die liebe ich. Das ist von Götz Bube, der hat auch da ausgestellt, aber schon, ich glaube, vor 25 Jahren. Und der Götz Bube, der macht jetzt ganz was anderes, aber er hat für Franz West eben gearbeitet und hat selber so eben gearbeitet und hat das eigentlich Franz West gezeigt. Und der Franz West hat das Unglaublich. dann übernommen und hat dann die ganze Karriere praktisch mit dem Zeug gemacht. Und das Wahnsinn. ist aber eigentlich Ursprung und das finde ich einfach Sehr schöne übers. Skulptur. Ja, wir können in das andere Atelier noch gehen.
Du hast ja, du unterrichtest auch immer wieder. Hast du nicht auch so einen Workshop in Darmstadt Genau. bei euch gemacht? War Genau, das also letztes Jahr, oder? die Studenten von Angewandten kommen, also heuer wahrscheinlich nicht, aber die kommen für eine Woche daher und dann malen wir sehr intensiv mit denen, sozusagen von 8 bis, ich weiß nicht was, bis, ich glaube, 4 Uhr Nachmittag, damit sie eben, das sind Lehramtsstudenten, damit sie eben ein bisschen lernen, dieses Sitzen und wirklich an einem Stück durchmalen. Ne? Es ist hier mittlerweile nicht so üblich, diese alte Schule sozusagen. Und die sind, ich muss sagen, wahnsinnig dankbar. Es ist irrsinniger Drang an diesem Unterricht. Also die reservieren und die sind Wartelisten und so. Also es ist Ah, das ist nicht toll. schlecht. Ja. Das ist meine liebe Lieblings Und Kräfte. hast du überlegt, das öfter zu machen, oder machst du das immer nur einmal? Nein, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich verstanden. Das ist mir ein bisschen noch zu früh für Unterrichten, weil es ist doch so intensiv. Und wenn man Ja, auch eine zeitaufwendig. Zeit, aber auch Energie, also wenn Und du das gut machst, dann ist es so. ja, ich habe auch mit dem Da ist ja der die Lehrerin Rodrigo. von Markus. Ich zeige kurz, was er macht. Also Kontrabass. Genau. Das sind die neuesten Sachen. Sind es Wasserarbeiten? Ja. Naja, das ist die Geil, genau. Das ist die Geil. Das ist Wasserbilder. Sind wahnsinnig viel Grundbuch. Ja, und das ist mein sozusagen normales Atelier. Das ist übrigens schon Engel für Asundra. Das ist sozusagen der Engel, der von unten, die halten so die Madonna, die sozusagen aufersteht. Und das wird einer der Engel sozusagen, der so auf den Rücken sozusagen die anderen Engel haltet, nicht? Wahnsinn. Ja, ich freue mich auf die 5 Meter Arbeit. Ja, ich freue mich auch. Ich muss Müssen wir mir uns halt überlegen, wo irgendwie wir so die ein. zeigen können. Ah, da ist das Klopapier. Da Who ist das gives a crap? Klopapier. Das ist das dritte. Jetzt ist es ein bisschen peinlich zu malen, aber damals vor halbes Jahr, das war super. Ja, du warst sehr Genau. vorausschauend. Ja, bitte. Ja, du hast es mehr als ein halbes Jahr vor 8 Monaten. Nee, hast du das nicht im Sommer schon begonnen, Ja, die Serie? nein, im Sommer habe ich das aus Amerika gebracht. Die werden jetzt dann vergoldet. Das ist aber kein Laserprint, gell? 3D-Print, das ist alles einzeln geschnitzt. Aus Also Holz. aus Holz, und das wird dann eben vergoldet. Sind Das war sehr schön. der ganz, ganz erste. Die schaut ein bisschen wie ein Kopf mit lauter Locken. Das gefällt mir nicht so gut. Und was Deine noch? Gitarre. Meine Gitarre, da mache ich Radierungen gerade. Die werden jetzt gedruckt. Das ist nur ein Print. Und da bin ich jetzt fasziniert von diesen Schriften, die Woher man sind die? dann, wie, woher? Die Schriften. Und das ist, also der Text oder was meinst du? Ja. Oder ist Nein, es es von sind dir? verschiedene. Das ist über Echo und Narziss. Das ist der Ausschnitt. Das ist ein Text von Sloterdijk, was mir auch sehr gut gefällt. Und das ist, die Serie wird so ein bisschen so die Grenze am Jenseits. Na, also sozusagen, wenn andere Zustand übergeht, also darüber sozusagen die Texte oder so. Ne? Also wie Eco und Narziss gestorben sind und so, wo, na, und so weiter. Spannend. Naja, es ist einfach wahnsinnig gesund, glaube ich, so in andere Technik sich manchmal umzu. Aber Radierungen hast du immer wieder gemacht, oder dazwischen? Ja, Das ja, ist, ich finde auch dieses nicht immer nur im Medium der Malerei bleiben zu müssen, Na, auch ganz gut, das diese ist Abwechslung ja. und dieses Eintönige. Finde ich ganz wichtig.
Eintönige? Nein, nicht Das eintönig. muss so landlich sein. Die. Nein, nein, die hat schon was anderes auch gemacht. Ja. Ja, sehr schön. Ich habe ein paar Fragen reinbekommen, aber ich sehe sie nicht. Die sind wieder weg. Ich kenne mich noch nicht aus. Es ist noch die sogenannte Learning Curve mit diesem New ganzen. Media. Ja. Eine Frage war vorher, welche Kunstinstitutionen dich national und international beeinflussen. Ja, vielleicht etwas, über was ich gerne sprechen würde, fällt mir ein, ist Parmigianino vom Kunsthistorischen Museum. Eine Arbeit, ich schaue, ob ich euch zeigen kann. Eine Arbeit, die dich auf jeden Fall immer wieder beeinflusst hat. Dieses Porträt im Ja. Ja, also Konvexspiegel. Parmigianino war, ich glaube, 2009, große Ausstellung. Natürlich hatte er nicht so viele Bilder, aber für ihn sozusagen, ich weiß nicht, ob alle Bilder waren, auf jeden Fall viele von ihm. Da war so eine Einzelausstellung im Kunsthistorischen Museum. Und die habe ich gesehen und dann habe ich dieses Selbstporträt gesehen und bin nach Hause gekommen und habe gleich eigentlich ein Penis in konvexem Spiegel gemalt, weil damals hat mich das ein bisschen irritiert. Dann habe ich angefangen also dann habe ich verstanden, dass eigentlich dieses Bild ist so eine Wende in Kunstgeschichte. Und diese Wendebilder, sogenannte, die interessieren mich sowieso, warum, also wie dieses sozusagen die Geschichte, na, warum ist dieses oder dieses Bild na, so Eine Erneuerung. genau, der Blickwinkel so verändert. Und natürlich, also bei Parmigianino ist das Spannende, dass das nicht nur Spiegel, sondern konvexe Spiegel, dass das eben dieses Selbstsicht noch einmal verzerrt ist. Und das war Ja, natürlich man muss erklären vielleicht, dass es auch auf Holz gemalt ist. Es ist auf einem genau, es ist eine. runden. Also das Bild ist auch konvex selber und im Kunsthistorischen ist es noch einmal umrahmt von so einem Glaskubus, oder? Das ist alles so in Rahmen, also diese Verspiegelung kommt dann in diesem, obwohl wahrscheinlich Museumsglas, aber es ist einfach das, ja, es ist ein schönes, vielschichtiges, manieristisches Bild, ja. Und Ja, ich finde es, Entschuldigung. Ich finde es auch schön, immer im Kunsthistorischen Museum diese Arbeit zu suchen und zu entdecken, weil sie hängt so ja. in so einer Nebengalerie Genau. ein bisschen versteckt. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Ja, So. zum Beispiel die Arbeit, die praktisch direkt habe ich dann auf diese Hyperkugel, wie du gesagt hast, also die mittlere Sehnsucht in Bronze, die hat ja lauter solche Auswölbungen, konvexen. Und wenn du reinschaust, dann siehst du sich selber auch, also in diesem konvexen sozusagen Auswölbung. Und die siehst du aber dann praktisch so viel Mal sich selber, wie viele Kugeln du siehst auf einmal von einer Seite. Und das war sozusagen Multiplizierung na, eigentlich von dem Bild so ein bisschen. Also Ja, und du sagst auch, die Skulpturen haben auch sowas mit der Dimension. Wenn es eine neue Dimension gäbe, dann könnte sie so ausschauen, also die vierte Dimension quasi. ja, die Hyperkugel ist tatsächlich mathematisch sozusagen die vierte Dimension von Kugel. Also da wird eine Kugel von 12 andere Kugeln Umgebung. Natürlich habe ich das nicht so mathematisch, das wäre wahnsinnig fad. Sondern ich habe das einfach eine Kugel gebaut von lauter Kugeln, mit lauter Kugeln, die in meine Hand reinpassen. Also so ist das entstanden. Und deshalb habe ich das auch Sehnsucht nach, damit das nicht so auf diese mathematische sozusagen orientiert ist, sondern wobei die Sehnsucht für mich ist hat mit dieser vierte Dimension zu tun oder mit wissen wollen. Ja, Ja. absolut. Ich zeige jetzt noch ganz kurz eine Arbeit, die vor der Agape, die wir vorher gesehen haben, entstanden ist. Die ist jetzt leider abgeschnitten.
Das war so ein bisschen ein Abschluss auch dieser Verhüllten für dich, von diesen blauen Verhüllten, oder? Das war so ein. Naja, es war, ja, es war relativ ernst. Ich habe Die das drei alles, Grazien. genau, es war ein bisschen alles mit weniger Ironie, würde ich sagen, als die Arbeiten jetzt. Und das wollte ich eben absichtlich das Thema so verlassen von dieser Verschleierung und von, ich meine, okay, die Schuhe waren eh lustig, aber irgendwie war mir diese Abwesenheit, Anwesenheit, das war mir sehr direkt schon das Thema. Und ja, und also in diesem Bild habe ich dann eben die Dreifaltigkeit von Rubljow als Vorbild genommen, die Komposition. Und man weiß ja, dass diese Ikone auch deswegen so bekannt ist, auch eine Wende. Weil es eine der wenigen Ikonen geblieben ist nach 120 Jahre Krieg in Russland mit den Tatar-Mongolen. Und beziehungsweise der Rubljow hat das nachher gemalt, so nicht geblieben, sondern nachher gemalt. Davor, sozusagen im Mittelalter, waren die Dreifaltigkeit war immer sehr streng und sehr starr dargestellt. Und Rubljow hat geschafft, diese Sanftmut sozusagen hin, ne? Also diese Die Neigung, Hingebung. genau, Neigung von Kopf, das war so bei ihm das erste Mal. Und das habe ich eben versucht, in diese drei Gestalten sozusagen zu übernehmen. Und ja, und eben dadurch, dass das Blau von tatsächlich von afghanischer Burka kommt und das ein bisschen irgendwie nach dieser Geschichte mit der Tatar-Mongolen und Russen und das sozusagen Orthodoxe und das, wie heißt das? Ja, Aber na, auf jeden Fall verbinden zwei Religionen und so in so einer Harmonie, wenn man das so einfach sagen kann. ja, und auch ein Thema. Ich meine, du kannst dich erinnern, dass wir in Istanbul vor 5 Jahren eine blaue Burka gezeigt haben, wo die jungen Frauen in Tränen auf die Arbeit zugegangen sind und gesagt haben, das ist unser, that's gonna be our future. Eine Ja, na. andere, ups, das geht leider nicht. Ich wollte das eigentlich zeigen, wie das in der Kirche ausgesehen hat, im Museum in Kärnten. Aber das sieht man leider schlecht. Ich sehe leider keine Fragen. Ich sehe sie aufpoppen, aber ich kann sie leider nicht anschauen. Ich weiß nicht warum. Geht nicht. Ja, Alina, vielen Dank. Gerne. Schön war's. Ich hoffe, ich darf dich bald wieder besuchen kommen. Ja, ich rufe ich dich auch. Wie geht's dir eigentlich? Entschuldigung. Du, totaler Wahnsinn mit den Kindern, aber sonst eigentlich gut. Naja, ich wende eben diese russische Erziehung an. Und die wäre ohne Se Autorität. selbst und ständig. Selbstständig. Selbst und ständig und viel Liebe Das geheißen. ist gut. Ja, probiere ich auch, aber sie schlagen sich halt ständig die Köpfe ein. Das ist bei Weiß zwei man. Jungs in dem Alter nicht ganz so einfach. Aber Na, sonst geht es mir gut im meine Kinder Garten. gehen ja in diese internationale Schule in Velden und die lernen tatsächlich bis 3:30, so wie immer. Das ist Wirklich. eigentlich für mich fantastisch. Ja. Also die haben voll. Voll von früh bis spät immer online und so. Ich gehe nur, das Sport mache ich mit Tag und meinem Mann hin. Ja, das ist schon toll. Die sind voraus. Aber in der Volksschule geht das halt, glaube ich, noch nicht so Na, in na, der Oberstufe. na, na. Also Na, Volksschule ist noch ein. die haben zu wenig Motivation, glaube ich, so ohne Ja. Lehrer. Ja, oder sie müssen denken, alle müssen auf online umstellen. Das ist, glaube ich, so das, was länger gedauert hätte, geht jetzt wahrscheinlich schneller. Ja, na, aber die sind eben da natürlich in diesen internationalen Schulen, die sind sowieso immer schon in diese Google Class oder was die heißen. Ja. Gut. Sehr gut.
Danke dir. Das nächste Mal machen wir es aus deinem wunderschönen Atelier in Wien. Das ist Ah nämlich auch ja. sehenswert ist. Na bitte. Wenn du Vielleicht wieder nächste zurück bist. Woche. Ja, Vielleicht. gerne. Gut. Danke, Alina. Tschüss. Ciao.